Hallo und herzlich willkommen Leute zu einem neuen Video. Es gibt auf dem Feuerwerksmarkt zum Glück nicht nur Batterien, Böller und Raketen, sondern einige Hersteller haben sich auch richtig was einfallen lassen. Und meine persönlichen verrücktesten und lustigsten Feuerwerkskörper aus den letzten Jahren habe ich jetzt mal hier in dieses Ranking gepackt. Also viel Spaß und wir legen direkt los mit Platz 10, Monsterfontäne von Weco. Das ist eine Fontäne mit 70 Sekunden Brenndauer und von außen sieht die schon anders aus als alle anderen Fontänen, denn die hat so in Gesichtsformen so kleine Fenster. Wenn man die Fontänenbatterie anzündet, ist auch alles noch ganz normal. Aber was man dann am Ende sehen kann, das fand ich schon wirklich richtig geil. So. Hey, das ist schon richtig. Das sieht schon richtig heftig aus. Mega geil. Platz 9. Crackling Birds von Explode. Ihr alle kennt wahrscheinlich solche Feuervögel. Aber die haben wirklich was Besonderes. Jeder Crackling Bird hat 18 Gramm NEM. Das ist eigentlich zu viel dafür, dass die nur hochsteigen. Aber wie der Name schon sagt, ist das nicht das Einzige, was die machen. Aber guckt mal selber. Also, Crackling Bird Nummer 1. Oh oh. Oha. Krass, wie lange der einfach fliegt. Der ist jetzt ordentlich abgetrieben, weil hier richtig krasser Wind ist. Wir gehen mal noch ein paar Meter hier weiter hin. Erstens, hoffentlich hebt er ab. Zweitens, hoffentlich fliegt er nicht direkt irgendwo im Wald. Oh nein! Der hat es komplett verfangen. Ja. Hoffentlich hebt der gescheit ab und verfängt sich nirgendwo. Ja, perfekt. Respekt, schöne Teile. Platz 8. Römische Lichter von Nico und Gao. Wenn man den Begriff römisches Licht hört, dann denkt man wahrscheinlich eher an solche Teile. Aber aktuell haben Nico und Gao ganz geile Alternativen dazu auf dem Markt. Von außen sind die deutlich größer als ein normales römisches Licht. Und was am Effekt anders ist, seht ihr jetzt. Wir starten mit dem Bombenrohr von Nico. Boah, das war gut. Nices Teil. Jetzt das Jupiter von Gao. Jupiter X Black. Sehr, sehr edel. Jetzt das Saturn von Gao. Extrem geil. Platz 7. Schreckschrauben von Pyroland. Das sind relativ große Wirbel und die sehen aus wie eine Mischung aus Moskito und Bodenwirbel. Die sind aber deutlich größer als zum Beispiel die Moskitos. Die Dinger machen einfach richtig Bock, aber entscheidet nach dem Effekt gerne selber. Okay.
Oh. Ach krass, nächster. Oh, oh. Sowas von gerade hoch. Vor allem, wie laut die Dinger auch sind, dieser Aufstieg, der ist schon nicht zu unterschätzen. Platz 6. Feuerwerksautos von Explode. Die werden in so einer praktischen Pappverpackung geliefert und es gibt davon zwei Varianten. Einmal das Blue Monster und die Pink Lady. Der Effekt ist nicht wirklich überragend, aber ich finde einfach die Idee von dem Ding cool. Diese Teile gibt es zum Beispiel auch noch als Panzer. Wir gucken uns jetzt mal die Pink Lady an. Oh, es ist gefahren. Und wieder zurück. Jetzt machst du Partyfontäne. Ja, cooles Teil, würde ich sagen. Schenke ich dir. Nee, möchte ich nicht. Möchtest du nicht? Okay. Platz 5. Rocket Strike von Nico. Das sind sogenannte Leitwerkraketen. Das heißt, die haben unten so eine Art Flügel statt dem Stab aus Holz, den sonst die Raketen normalerweise haben. Und die Dinger finde ich nach wie vor richtig geil. Und soweit ich weiß, ist Nico auch der einzige Hersteller, der die Dinger auf dem deutschen Markt im Angebot hat. Geil, ey. Boah, ich habe ein riesiges Bouquet. War nicht so hoch, wie sie eigentlich sollte. Platz 4. Doppelknall von Explode. Ihr merkt, Explode hat recht viele Artikel hier in diesem Ranking, aber das hier ist auch wirklich einer der besten. Denn wie der Name schon sagt, ist das ein Doppelknall-Bombenrohr. Aber jetzt nicht so, wie ihr denkt. Denn bei dem Teil wird das komplette Bombenrohr in die Luft geschossen und oben in der Luft explodiert das nochmal wie ein Böller. Das hört sich schon verrückt an, ist es aber auch. Die Dinger sind echt witzig, ja, finde ich. Wolltest du die anmachen hier? Klar. Pepperknaller, wie heißt das? Doppelknall. Doppelknall. Weißt du, Björn, dass wir hier auch deine Geschichte mal hochgejagt haben? Ja, das war sehr gut. Und zwar, da habe ich das erste Mal diese Zündlitze oder sowas. Ja, Anzündlitze. Das ist toll. Das ist sehr gut. Das fand ich. Ach so, das war das UFO, oder? Ja, das können wir hier so neben stehen bleiben oder ist das UFO? Nee, weg, zurück, weg. Zurück. Das ist geil, was ein dickes Ding, was da rauskommt. Ja. Damit habe ich nicht gerechnet. Ja, das ganze Ding ist hochgeflogen. Ach, echt, ne? Ja. Guck mal, da haben wir noch vor den... Und bevor jetzt ganz viele fragen, ja, das war die Stimme von Finn Kliman und der das Bombenrohr angezündet hat, ist Björn von der Band Fettes Brot. Die beiden kommen aber gleich nochmal. Wie geil. So, und jetzt den zweiten. Platz 3. Detonation von Pyroland. Die Dinger sehen so aus wie normale kubische Kanonenschläge, aber sie sind erstens deutlich schwerer und haben einen absolut verrückten Effekt. Und die Dinger machen an Silvester einfach mega Laune. Okay, also jetzt Detonation. Der hat echt guten Auswurf. Ja.
Oha, die sind alle im Boden geschleudert worden. Aber auch selbst der Kubiknall ist echt cool. Boah, okay. Detonation. Boah. Platz 2, Big Balls von Explode. Ich darf schon mal spoilern, das ist jetzt der letzte Artikel von Explode. Die Big Balls gibt es ja mittlerweile von vielen verschiedenen Herstellern. Allerdings war Explode, soweit ich weiß, der erste. Und meiner Meinung nach sind die auch noch die besten. Die Teile sehen so unscheinbar aus. Und wenn die jemand zündet, der das vorher noch nie gemacht hat, dann hat er auf jeden Fall so einen kleinen Schock. Also, ich finde die Dinger spitze. Genau, so sieht eine Farbe aus. Jo, die beiden machen wir. Dieses Papier ist aus Versehen gerade abgefallen und man sieht, es ist einfach nur ein riesig großer Crackling Ball. So, wir zünden jetzt erst hier den blauen. Oh, haha. Das ist mal nice. Und jetzt hatten wir ja einen, wo leider das Papier abgefallen war. Zünden wir den auch mal. Richtig geile Teile, ey. Leider echt teuer, also pro Stück fast 1 Euro. Aber, ja, cool. Und beim Tonnengeballer an Weihnachten haben wir das Ding natürlich auch da drin gezündet. Ich bleib schön weit hinten. Renn, 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 renn. What the fuck? Komm, einer geht noch. Dieser Rauch, ey, das ist so heftig, ohne Witz. Platz 1. Moskitos von Leslie. Warum die auf Platz 1 sind, muss ich, glaube ich, nicht erklären. Die Dinger sind einfach nur geil. Ah, ich weiß, was Moskitos sind. Ah, das sind diese unkontrollierbaren. Ja, sehr schön. Woher weißt du das? Dann mal anzünden und hochschmeißen, ne? Ja. Aber ich mach das vielleicht den Koffer kurz wieder zu. Ja. Patrick, ihr müsst ein bisschen aufpassen. Ja. Ach so, warte, hier. Was ist? Wenn du das willst, das ist neu und ja, funktioniert. Warte. Meins geht auch. Vorsicht! Achtung! Wow, Alter! Das war sehr knapp! Das war sehr knapp! Hast du noch einen? Ja, Erik hat auch noch. Okay, das ist die neue Schale. Was passiert denn, wenn man den, hast du ihn schon mal ins Gesicht bekommen? Ja, so passiert, glaube ich, nicht viel. Oh, was? Wow, okay, doch. Was, hast du schon mal jemand ins Auge gekriegt? So, nee, oder so? Zum Glück noch nicht, aber... Boah, der war auch gut. Hey, Alter, willst du auch mal einen werfen? Oder? Ja, hast du gerade einen da? Hat noch einer einen Moskito? Ja, wir haben hier noch ein paar. Hier. Dann werfe ich natürlich auch mal einen hier, bitte. Oder wollen wir mal gleichzeitig einen werfen? Das können wir ja auch versuchen. Hier, Feuerzeug. Zusammen. Ich habe hier ein vernünftiges Feuerzeug. Er macht schon. Oder? Er macht schon. Nee, hier, das möchte ich selber machen. Ja, natürlich. Sonst weiß ich ja nicht, wann es losgeht. Warte, ich halte mit bei dir dann. Ja? Ja, okay, das ist cool. Oh ja. Oh Gott. Wirf! Oh, Björn hat einen Blindgänger. Enttäuschend. Kriegst noch eine Chance. Kein Problem. Ja? Jo, das ist perfekt. Gut. Und jetzt. Wow.